So, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Und zwar wollen wir jetzt gerade noch mal dem ersten Teil noch was hinzufügen. Und zwar, wenn man sich jetzt so hoch motiviert, dass man so sauer ist, ne, und will es jetzt doch wissen und man geht jetzt in den gerichtlichen Schritt, dann wäre es also auf jeden Fall ganz wichtig, lieber Ecki. Ja, dass man sich im Vorfeld praktisch möglichst korrekt verhalten hat. Also das interessiert den Richter schon. Wurde vorher versucht, eine Lösung zu finden und hat der Kunde seine Pflichten auch erfüllt? Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, sagt, das ist kaputt, ne? Hat er dem Händler die Möglichkeit gegeben, das Produkt zu analysieren, ne? Den Fehler auch nachzuvollziehen? Oder hat er gesagt, nee, ich kann dir das nicht geben, weil ich es benutze es ja, obwohl es halb kaputt ist und so weiter? Das wird dann schon alles auch berücksichtigt. Also wenn man da Recht bekommen will, muss man auch sehen, dass man sich so verhalten hat, dass alles korrekt war tatsächlich. Also auch da wieder an dieser Stelle, das ist keine Rechtsberatung. Genau, das ist nur meine Erfahrung und auch deine Erfahrung, wie das immer so tatsächlich in der Praxis abläuft. Ja. So, und das Risiko steigt natürlich weiter und grenzenlos, wenn dieser Händler zum Beispiel die Ware aus China bezogen hat, ja, hat es importiert, dann wird er nämlich automatisch zum Hersteller. Ach ja, okay. Mhm. Ja, und dann hat man da keine Regressansprüche mehr an irgendeinen Hersteller. Also seitdem, es wäre eben ein international agierender Großunternehmen. Also wenn das jetzt ein Chinese wäre, Hisense ist ja auch ein Chinese, also der aber dann hier in Europa... Genau, ich glaube, das meintest du jetzt auch mit Chinesen. Also du meintest die Chinesen, die hier eigentlich gar keinen Vertrieb haben. Nee, die eigentlich nur im chinesischen Markt sind und die hier gar nicht in Europa auftreten. Ja. Richtig. Ja. Und da ist es also hochgradig gefährlich, wenn man da zum Beispiel Ware jetzt hier als Internethändler vertreibt. Genau, dann hat man ja zwei Pflichten. Dann muss man das ja einmal praktisch registrieren an der Elektroaltgeräteregister, EAR, Stiftung EAR. Das ist Punkt 1. Also nur dann darf ich das auch vertreiben. Dann muss aber auch eine Marke auf dem Gerät stehen und diese Marke muss registriert sein, damit, wenn dann irgendwann Müll anfällt, man dann zurückverfolgen kann, wo und wer das Ganze in den Markt gebracht hat. Ja? Okay. So, das ist mal ganz wichtig. Und auch an dieser Stelle habe ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Wir haben ja vorhin gesagt, dass ja diese Garantiebestimmungen liegen ja im Paket. Mhm. Und es ist ja auch ganz wichtig, wenn zum Beispiel, es gibt ja auch Händler, die extremst günstige Ware vertreiben. Das ist ja auch nicht verboten. Da gibt es ja, das ist ja Wettbewerbsrecht. Also jeder darf ja frei handeln und verkaufen. Du darfst keine Vorschriften machen. Aber auch wieder an dieser Stelle, das ist keine Rechtsberatung. Aber da kann man auf Grauware stoßen. Ja, und da kann die Garantie, Reimporte. Da kann die Garantie durchaus örtlich begrenzt sein. Nicht? Also, da ist der Hersteller nicht verpflichtet. Genau, denn die Hersteller haben ja auch in verschiedenen Ländern verschiedene Divisions. Und es heißt nicht, dass Firma in Deutschland A verhaftet für das, was dieselbe Firma im anderen Land unter anderen Garantiebedingungen oft auch verkauft hat. Man kennt das vielleicht, es gibt ja extra weltweite, manche Hersteller bieten ja weltweite Garantien an, aber das wird dann auch extra tatsächlich meistens extra erwähnt. Das ist oft, das trifft jetzt weniger Beamer, so, was man so an Flughäfen und so kauft. Ja. Da muss man, das ist ja dieselbe Geschichte, da muss man aufpassen, dass man wirklich ein Produkt mit einer internationalen Garantie hat. Wenn man die nicht hat, hast du vollkommen recht, dann kann es sein, dass man hier in Deutschland die Garantie gar nicht geltend machen kann, sondern nur in dem Land. Das habe ich also zum Beispiel ganz oft erlebt bei ganz bekannten Fernsehmarken, die hier spottbillig verkauft worden sind. Also das waren dann Opfer von Reimporten. Das hat man dann aber auch ganz schnell gemerkt, dass dann in der Verpackung russische Sprache war oder sagen wir Portugiesisch oder was weiß ich, Ungarisch, ja, dass da eine ganz andere Sprache war. Also jetzt im ersten Step kann sich da eigentlich ein Hersteller gar nicht dagegen wehren und darf das nicht ablehnen. Aber man muss aber auch bedenken, dass diese Ware nicht für den deutschen Markt bestimmt war ursprünglich und man eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat, so eine Seriennummer hier zu registrieren. Ja. Ja, das ist das Problem. Und das ist also so, man muss sich das so vorstellen, die Ware, die liegt jetzt in Rotterdam und wird jetzt im großen Maße irgendwo in den Markt gepumpt.
Und die Stiftung ERR, die kriegt ja praktisch im Vorhinein, bekommen die die Entsorgungskosten und Müllgebühren. Also jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt nimmt man einen Rasierer oder einen Föhn, der zigtausendmal oder hunderttausendmal produziert wird. Das wird ja irgendwann Müll, Elektroschrott. Ja. So, und dieser Müll, der muss im Vorhinein von dem Hersteller, der das vermarktet, in dem Land gemeldet werden. Also der meldet jetzt bei der Stiftung ERR Nürnberg, Deutschland, meldet der, ich habe hier 100.000 Tonnen Föhns in den Markt geschrottet. Ja? Oder die werden demnächst Die werden irgendwann mal Schrott werden, ja. Die werden, weil die halten ja dann nur ein Jahr. Ne? Oder vielleicht ein Jahr und ein Tag. Genau, bis zur Beweislastumkehr. Aber auch da wieder, das ist jetzt nur so ein Gefühl von mir. Dann ist es eben so, dass das gezwungenermaßen irgendwann so Schrott wird und die sich das vergolden lassen. Also die werden diese Kosten nicht für dieses Unternehmen tragen, dass da jemand hier irgendwo im Mülldepot sitzt vom Kreis. Und dann ist es eben so, wenn man einen Reimport kauft, ist ja diese Gebühr vielleicht in Portugal entrichtet worden, aber hier fällt der Müll an. Und wenn man da erwischt wird, gibt es Bußgelder. Das kann man, das können Sie selbst nachlesen. Besuchen Sie einfach mal die Stiftung ERR.de und lesen mal nach, was da passiert. Da hat man praktisch ein Bußgeld in Höhe bis zu 70.000 Euro. Und nach meinem Kenntnisstand, aber jetzt auch wieder nur unter Vorbehalt, ist es in Österreich 200.000. Okay. Und in anderen Ländern überall unterschiedlich. Das muss man nachlesen. Und man muss aber auch dann, wenn ich jetzt beispielsweise das nach Österreich vermarkten will, auch in Österreich diese Müllgebühren vorentrichten. Okay. So, und das ist also, und das wird ja dann praktisch ein Grauimporteur nicht machen. Der macht das nicht. Und aus dem Grund ist auch seine Ware so günstig. Mhm. Ja, weil er das ja eigentlich grau macht. Mhm. Aber es ist natürlich schwer, so jemanden zu stellen, so jemanden zu erwischen, so jemanden zu ertappen. Weil es ist kein, also das ist nicht verboten, wenn er die Ware lagert. Mhm. Okay. Erst wenn er das in den Markt bringt. Auch wieder was gelernt. Und dann, also ich habe mich da selbst bei der Stiftung ERR erkundigt, habe da telefoniert und und die Stiftung ERR muss man auch dazu wissen, das ist wie ein Finanzamt, das ist ein Vatikanstaat, die Stiftung ERR, und da gibt es keine, also man kann sich da nicht wehren gegen so jemanden. Ne? Ja, verstehe. Also wenn die gegen einen vorgehen, und dann ist es eigentlich schon verloren. Verloren. So, und jetzt kommen wir aber mal, gehen wir mal einen Schritt weiter. Es gibt ja auch Positives. Ja, ja, richtig. Es gibt ja Positives. Wir haben jetzt ein bisschen schwarz gemalt. Ja, ja, so, ich finde gar nicht, dass wir das schwarz gemalt haben. Also es bleibt dabei, wenn man einen seriösen Händler hat, kann man mit dem immer eine gute Lösung. Ich glaube, man kann man wirklich schon beruhigt sein. Man findet eine Lösung. Also man muss da echt keine Angst haben, dass man da mit dem Schaden komplett. Das kenne ich wirklich aus, und ich bin ja auch schon lang. Da kenne ich, glaube ich, so gut wie keinen Fall, dass ein Kunde wirklich total im Regen das. Also ich muss natürlich dazu sagen, wenn ich jetzt bei einem Billigheimer kaufe, der wird natürlich nicht so viel Spaß haben. Wie du schon sagst, haben. Der hat das gar nicht einkalkuliert. Nee, der macht auch so eine Art Pokerspiel. Der sagt, dann verkaufe ich günstig, und der geht auch davon aus, passiert schon nichts. Es gibt schon keine Reklamation. Ne? Und wenn sie doch kommen, steht der dann auch mit dem Rücken zur Wand, weil er das gar nicht einkalkuliert hat. Und dann ist der entsprechend bockig. Ne? Ja, das ist. Oder ist vielleicht gar kein Händler mehr und man erreicht den gar nicht mehr. Oder also da stellt sich dann der wahre Jakob raus, ne? Ja. Wie er tatsächlich ist und wie das halt so im modernen Leben ist. Genau. Wird man dann sehen, wie er tatsächlich ist. Ja? Und aber jetzt trotzdem, wir haben ja da eine Abhilfe. Ich wollte jetzt gerade mal mit dir, ich hab natürlich hier was vorbereitet, ja. Ne? Meine Hausaufgaben gemacht. Ja, ja. Und jetzt frage ich dich mal so ein bisschen was ab, was hier alles so passieren kann. Also wenn ich jetzt irgendwas kaufe, ich habe natürlich jetzt hier etwas, das geht hier, da geht es nicht nur ganz strikt um Beamer, hier geht es auch um TV, da geht es um, was weiß ich, Staubsauger, es geht um Waschmaschinen, Kühlschränke, Notebooks, ja, PC und hast du nicht gesehen. Ja, mhm. Und deshalb wird das eine oder andere, was ich jetzt hier vorlesen
Das wird wahrscheinlich für uns gar nicht zutreffen, aber das können wir ja jetzt gleich feststellen. Also, wenn ich jetzt beispielsweise habe jetzt einen Service-File, schicke das Gerät ein, ja, ja. Und das kann ich ja dann auch direkt machen. Also ich schicke das dann, erkundige mich, wer ist der Servicepartner. Das steht ja auch schon auf der Webseite, wenn man dann die Seriennummer und so eine kleine Fehlerbeschreibung gemacht hat, kann man dann das Gerät einschicken. Jetzt kommt dann, stellt sich heraus, was ist passiert. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein paar Punkte. Materialfehler. Hm. Ja. Das, Wer ist dafür zuständig? Ich würde sagen, also macht der Gewährleistung, hatten wir eben schon besprochen im ersten Jahr, Materialfehler ist wahrscheinlich ein Fehler, der von Anfang an bestanden hat. Aber es muss man auch dann kriegt man innerhalb von einem Jahr... Kriegt man in einem Jahr, glaube ich, als Kunde gut durchgesetzt. Im zweiten Jahr wird es dann schon mit dieser Beweislastumkehr schwierig und ab dem dritten Jahr hat man ja keinen Spruch mehr. Ne? Und, gut, man Materialfehler, ist es natürlich so, auch der Händler hat ja Regressansprüche gegenüber dem Lieferanten. Also auch wir haben nicht immer den Hersteller direkt als Lieferanten. Wir haben ja auch sagen wir Großhändler und die arbeiten ja noch mit ganz, also mit viel geringeren Margen. Mhm. Also das ist ja Prozente. Ja. Mhm. Also wir haben jetzt, bei uns ist es jetzt auch nicht sensationell, ne, aber der hat ja noch geringere, der würde das sofort durchreichen. Ja. Ja. Deshalb ist es halt immer besser, also Materialfehler gut. Wenn es jetzt so wäre, dann würde man das ja feststellen. Ich würde mal sagen, Materialfehler kann man relativ leicht nachweisen. Dann kann man sich da auch nicht rausreden. Ne? Genau. Dann Produktionsfehler. Ja, das ist schon schwieriger, ne? Produktionsfehler, gerade bei elektronischen Geräten. Was wäre ein Produktionsfehler? Eine kalte Lötstelle oder sowas, ne? Kabel nicht richtig. Ich meine, habe ich alles schon erlebt bei Beamer. Ne? Also kann passieren. Ich kann mir vorstellen, dass ein Hersteller sich da rausreden will. Ne? Natürlich. Dass der sagt, das ist eigentlich... ein Produktionsfehler kann sich auch oft als Transportschaden... Dass der im zweiten Halbjahr kein Geld mehr kann, ist doch normal. Ja, ja. Ne? Ja, natürlich. Ne? Also man kann dann immer versuchen, sich zu verstecken. Dieser Fehler ist erst durch einen Transport entstanden. Ne? Das Gerät ist durch die Gegend geworfen worden oder so. Ja. Das ist dann auch schwer nachzuweisen tatsächlich. Also ist das Gerät tatsächlich durch schlechte Behandlung oder war das wirklich ein Fehler, der bei der Produktion... Beim Beamer verändern sich die Farben ja auch, weil ja die Panels sich verändern. Deshalb muss man das wieder neu kalibrieren. Also das ist jetzt kein Grund, dass man jetzt sagt, das ist kein Konstruktionsfehler und auch kein Materialfehler. Also sowas. Also irgendwas klemmt im Beamer, irgendein Farbfilter klemmt. Wieso klemmt der jetzt? Ist das ein Materialfehler? Aber das kann ja ein Kunde gar nicht verstehen. Nein, sag ich ja. Wollte ich gerade sagen. Ist das ein Materialfehler? Ist das ein Produktionsfehler oder ist das Ding mal auf den Boden gefallen und deshalb klemmt das? Das kann ja dann nur ein Sachverständiger nachweisen. Gut, wenn der Beamer von außen einen Riss hat, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Materialfehler ist. Genau, richtig. Ja. Dann sieht man. Also du kennst doch die Versicherungsdetektive. Ja, ja, richtig, genau. Die ja alles Mögliche... Da sieht man, also man kann das in der Regel irgendwie schon nachweisen, aber das muss ein Sachverständiger sein und den muss ja auch jemand beauftragen. Also die Versicherung macht das, um sich vor Schäden zu schützen. Versicherungen, die haben da ihre Spezialisten, richtig. Und die haben auch dann so ein Gerät da die haben, und die versuchen das tatsächlich nachzuvollziehen, nachzustellen. Und die kriegen das hin. Das sieht man immer wieder, auch in den Sendungen. Ja, ja, also da sind wir beim Punkt. Irgendwie versuchen, was zu erfinden oder einen Garantiefall einzurufen, wenn man selber schuld ist, das sollte man wirklich lassen, denn das ist ja auch strafrechtlich tatsächlich relevant. Irgendwie. So, und dann haben wir hier Arbeitslohn, Ersatzteile, Fahrt- und Versandkosten. Wer trägt die? Ja, da bin ich... da bin ich tatsächlich selber ein bisschen überfragt. Damit habe ich mich das nicht beschäftigt. Also die Versandkosten? Bei der gesetzlichen Gewährleistung, wer übernimmt die Versandkosten? Ist der Händler dafür? Ist ja eigentlich der bei der Garantie? Bei der gesetzlichen? Das weiß ich jetzt. Nee, das trägt bestimmt nicht der Händler. Das ist halt so ein eigenes Risiko. Ne? Also natürlich Fahrt bzw. Versandkosten. Ja, aber wenn ich ein Gerät reklamiere, also wenn ich jetzt nicht, wenn ich es jetzt auch bei dir im Geschäft gekauft habe, dann muss ich ja auch zu dir hin. Und es dir wieder vorbeibringt. Ich weiß nicht, ob man da wirklich Anspruch auf Ersatz hat. Also ich meine, Arbeitslohn, Ersatzteile. Ja gut, das ist ja alles Reparatur. Das ist ja dann, wenn es selbst verschuldet ist. Ne? Und dann, also wenn der Kunde es nicht verschuldet hat,
dann sind es alles Punkte, die er dann auch nicht zu tragen hat. Ne? Ja. So, dann Ersatzleistung bei Totalschaden. Ja, das haben wir bei Biemann ja tatsächlich. Das ist auch so eine Geschichte. Es ist, glaube ich, eigentlich eine freiwillige Sache. Also das heißt jetzt, wenn mir jetzt ein Beamer kaputt ist, ich kriege einen Ersatzbeamer. Also da hab ich zum Beispiel auch einen Fall gehabt. Ja. Da wurde aber der Verschleiß abgezogen. Ja. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man dann praktisch die Kosten oder die Investition am Tag 1 bekommt, sondern da wird... Also man setzt dann... Also ist das jetzt Gerät, die Ersatzleistung? Habe ich das falsch verstanden? Ich habe jetzt Ersatzleistung für die Zeit der Reparatur, dass man ein Ersatzgerät bekommt. Oder ist das wirklich, wenn ein Gerät nicht reparabel ist, dass man es Wert ersetzt? Ja, bei bekommt? Totalschaden. Ach, bei Totalschaden ist das Ersatz. Okay. Also bei Totalschaden ist es also, wie gesagt, so, dass man, wenn man sich die Kosten ersetzt haben möchte, dann bekommt man nicht den Neupreis, sondern man bekommt praktisch den Also wenn Verschleiß. Das Gerät sagen wir mal, anderthalb Jahre funktioniert hat und es kann dann nicht repariert werden, dann hat man ja anderthalb Jahre Nutzen gehabt von dem Gerät. Ja. Und das ist schon einen gewissen Betrag auch wert, den man dann abziehen Richtig. Muss. Ja. Mhm. Also ja. Ich meine, das ist dann Ermessenssache, aber wie man dann immer sieht... Ja, das kennt man ja auch von den 50-50 Autos. 50-50 hast du ja gesagt. Ja, vom Auto, man kriegt auch immer nur den Zeitwert ersetzt und nicht ein neues Auto. Ja. Mhm. Aber man kann jetzt nicht, also sagen wir mal, nach drei Jahren, wenn das Ding jetzt 5000 Stunden hat, da kriegt man nicht mal mehr 1%. Ja, also das ist, dann ist das wirtschaftlicher Totalschaden. Mhm. Gut. Aber sagen wir mal, wir wollen jetzt nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen. Wir wollen ja eigentlich die Normalos ansprechen. Genau. Und ja, dann haben wir hier zum Beispiel unsachgemäße Handhabung. Ja. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt abgedeckt wäre. Ne? Von der Herstellergarantie nie. Der Hersteller, also das steht eigentlich immer in den Herstellergarantien, dass man das Gerät, das habe ich ja eben gesagt, gemäß Anleitung nutzen muss. Und dann, man muss es reinigen, man muss gucken, dass der nicht zu viel Feuchtigkeit, man kann einen Beamer nicht nachts draußen bei Regen betreiben und so. Das muss schon sachgemäß behandelt werden, damit der Hersteller Garantie gibt. Bei Gewährleistung glaube ich auch, das wird auch vorausgesetzt, aber da gibt es ja wieder so eine Geschichte. Aber das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Natürlich kann ich nicht etwas vorsätzlich falsch behandeln und dann sagen, ich bin nicht mitschuld. Ja. So, dann haben wir hier noch Wasser- und Feuchtigkeitsschäden. Da hast du ja schon was mitgemacht. Ne? Ja, genau. Klar, es kann natürlich... Aber gut, das ist aber jetzt nicht jetzt eine Überflutung gemeint. Also, nee, das ist ja höhere Gewalt. Das ist ja, genau, das ist dann so ein Rohrbruch. Ja, das ist, also wenn das jetzt im Haus passiert ist, ja. Angenommen Kellerraum, Leitungsbruch... Aus der Decke, genau ja. In den Beamer. Also das kann passieren. Es wird sich nachher herausstellen, warum ich das alles vorgelesen habe. Aber ich will jetzt halt nochmal hier, sagen wir mal, diese Punkte mal ansprechen, ob das eventuell auch durch den Hersteller abgedeckt ist. Also wenn ich jetzt ein Wasserrohr... Nein, natürlich nicht. Also jetzt, das ist einfach Pech. Ne? Dann habe ich hier zum Beispiel Überspannung, Elektronikschäden. Ja, Überspannung. Was heißt das, wenn ich jetzt hier so statisch geladen war, fast da dran? Also ich habe da eine Anekdote. Und zwar, dafür bin ich zweimal an den Bodensee gefahren und bin zu einer Gerichtsverhandlung geladen worden. Okay. Da ging es also um drei defekte BenQ-Beamer. Mhm. Ja, immer wieder den gleichen hingeschickt und der ist immer bei Inbetriebnahme direkt ein Defekt aufgetreten. Also Netzteil hochgejagt. Der hat also immer so einen Stromschock bekommen sozusagen. Ja. Hm. So, und dann bin ich ja tatsächlich dann auch verklagt worden. Ne? Okay. Bin dann da vor Gericht, also der Kläger, der ist selbst zu dem Gerichtsverfahren gar nicht erschienen, der hatte einen Termin verpasst. Und, aber das heißt trotzdem nicht, dass ich jetzt gewonnen hätte. Ja. Ja. So, und es hat sich dann herausgestellt, also das war für mich schon so unbegreiflich, ne? Wie das überhaupt passieren kann, dass das jedes Mal immer wieder das gleiche Gerät, immer wieder der gleiche Fehler. Ja, also das gleiche Modell. Ja, und auch der Support, der Service, der hat sich das nicht erklären können. Wie gesagt, es kam dann zu dieser Gerichtsverhandlung und ich bin dann hin und dann hat dann der Richter gesagt, ich soll mit ihm jetzt praktisch nach Hause fahren und soll gucken, wie er das gemacht hat. Angeschlossen hat. Ja. Mhm. So, dann bin ich hingefahren. Also ich muss dazu sagen, der ist gewerblich genutzt worden. Das war also ein Fahrlehrer.
Der hat eine Werkstatt umgebaut als für seine Schüler. Und ich kam da rein und das Erste, was ich sah, eine Steckerleiste mit 10 Steckern. Und da hat er den Beamer betrieben. Ja. Also das heißt, der hat froh sein können, dass dem seine Scheune nicht abgefackelt ist. Also das heißt, er hat eigentlich viel zu viel Verbraucher an eine, was weiß ich, was hat so eine, die hat ja 3 Ampere, der was hat die Sicherung? Oder, nö, was oder 12, wie viel können die? 3000 oder so. 3,5, ne? ja. Das hängt ja auch immer davon ab, wie schnell die Sicherung da anspricht. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber ich meine, 3000 Watt kannst du, glaube ich, an einem Stück. Ja, ja, man muss auf jeden Fall. An Schaltkreis, ja. Also die separat abgesichert ist. Und immer, wenn er natürlich praktisch den Beamer da dran gesteckt hat, und war ein elektronisches Netzteil, elektronisch gesteuertes Netzteil, und da hat er jedes Mal den verballert. Ja. 3 Beamer hingerichtet. So, und ich habe das trotzdem nicht gewonnen. Okay, warum? Das weiß keiner. Also. Also das war halt dann dieser Vergleich. Aber das ist mir auch nur einmal passiert. Ne? Also wie gesagt, das hat man ja auch nicht, also das konnte man sich nicht erklären. Gut, mal an der Stelle geht's genug. Das war aber dieser Überspannungsschaden, der kann ja auch passieren, wenn zum Beispiel jetzt hier irgendwo ein Blitz einschlägt. Und das muss jetzt nicht heißen, dass der Blitz jetzt hier einschlagen muss. Der kann ja genauso gut 150 Kilometer woanders einschlagen. Trotzdem kann das hier bei uns ins Netz kommen und kann dafür sorgen, dass hier elektronische Geräte defekt sind, ja, von diesem Einschlag. So, also ist das eigentlich aber auch nicht vom Hersteller abgedeckt. So, dann haben wir hier Verstopfung und Fremdkörper. Das sind diese besagten, haben wir uns vorhin Gedanken gemacht, das sind ja dann die Luftfilter, die man reinigen muss. Also zum Beispiel bei DLP-Beamer, die jetzt auf DLP basieren, hat man ja keine Filter. Das die wird sind ja recht, direkt durchgeblasen. Die sind recht, genau, die sind recht hermetisch widerstandsfähig, also, genau. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Fachhandel. Wenn man viel Staub hat oder den Unterkunden, dann geht man zum Fachhandel, der verkauft einem auch ein Gerät, das verträgt. Ja? Und der verkauft einem nicht den super empfindlichen Projektor, das absolut nicht verträgt. Es ist ja auch mal so, liebe Heimkino-Fans, ihr müsst auch mal sehen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Projektor, der 3 Jahre nicht geöffnet wurde, wie der innen drin aussieht. Der sieht aus wie so ein Kunstrasen. Ja? Manchmal. Also, und das heißt jetzt gar nicht, dass der Kunde besonders schlampig ist. Das hängt einfach teilweise, ich hatte mal einen Beamer erlebt, der war richtig Ruß drin. Aber was war das? War jetzt nicht, weil der Kunde sein Haus, der hatte Fenster offen, der hat in der Stadt gewohnt und das war tatsächlich Stadtschmutz. Ja, das ist, teilweise sind die Städte so durch den Autoverkehr und so weiter, das sieht man dann, wenn so ein Gerät paar tausend Stunden diese Stadtluft angesaugt hat, dann wundert man sich. Dann denkt man drauf, boah, das haben die Leute noch eingeatmet. Ne? Zum Beispiel aber in Hamburg ist das ganz schlimm durch die Schiffe. Die haben ja dieses Schwer. Wie heißt es, Schweröl oder was haben die? Ja, genau. Teilweise richtig. Und das ist ja sehr rußhaltig. Ne? Ja, das ist ja auch teilweise umstritten, ob die überhaupt in gewissen Gebieten überhaupt fahren dürfen. Aber tatsächlich kann da echt was zusammenkommen. Da kann der Kunde gar nichts für. Aber das ist dann halt auch ein Schaden, wo man dann zumindest streiten kann, ist das jetzt wirklich ein Fehler des Herstellers? Ist ja auch kein Fehler des Herstellers, wenn ein Gerät so mit Dreck vollgesaugt wird. Richtig, ne? Und das heißt, auch wenn man da jetzt, sagen wir, dagegen vorgehen will, ne, mit aller Härte, der Hersteller findet immer was. Ja. Ne? Und der will das eigentlich auch nicht, weil der ist auch gut. Nein, also das zeigt auch meine Erfahrung, dass der Hersteller irgendwann auch sagt, einigen wir uns so. Ja. Also jetzt haben wir hier noch zum Beispiel Fall- und Sturzschäden. Gut, ich glaube, da sind wir uns alle, wenn ich ein Ding fallen lasse, ist es kaputt. Ich also kann auch keine Vase zurückbringen, Scherben und sagen, ich will eine neue. Ne? Sagen wir mal, wenn du jetzt zum Gericht erscheinst, hast 2 blaue Augen und sagst, nein, es ist nicht runtergefallen. Genau. Bei der Montage. Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich alle einig, also ne, auch ihr. Wenn man was oder runterwirft, Beispiel, dann hat man eigentlich keinen Garantieanspruch. Zum Beispiel, weißt du, was auch der Klassiker ist? Der Klassiker ist, jemand kauft einen Flat-Screen, also einen Flachbildschirm oder was weiß ich, oder ein
Ja, ein TV. Ja. Und der TV hat 65 Zoll. Das verleitet ja dass das zur Ein-Mann-Montage. Okay. Das heißt also, man nimmt das ja dann so. Und wenn man jetzt so einen Bauch hat, ja, ich will jetzt hier niemand zu nahe drehen, aber das führt dazu zum Pendelbruch in der Mitte. Ach, wenn ich dir sage. Ist das echt so jetzt? Kein Witz. Wir hatten das schon gehabt. Und dann hat uns der Hersteller sofort gesagt, wie das passiert ist. Ach so, ja, das kann, haben die da 100 Mal. Das haben die schon öfters gehabt. Und das ist eben so. Klar, man zieht den so, man will wahrscheinlich drüber gucken, um zu gucken, hängt man den jetzt richtig ein und dann zieht man den so ein bisschen. Den zieht man so und macht den praktisch zum. Kann ich? Ja, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, zum Curved. Also ein ungewollter Curved gibt es dann. Und ja, und dann hat man in der Mitte einen Riss und der stammt dann von dieser Sache. Ja, und jetzt kommen wir dann nochmal auf einen weiteren Aspekt. Also Display, Panel, Glas, Keramikbruch, das wird ja wahrscheinlich dann das gewesen sein. Motor- und Lagerschäden. Ja, Lüfter. Das kann bei einem Beamer, gut, da sind auch kleine Motörchen drin, bei DLP das Farbrad. Aber ich denke, da wird also kein Hersteller sich da große Blöße geben. Also wenn der bei den Billiglüftern, die man da zum Teil hat, die werden den einfach austauschen. Gut, ist genau, ich meine, eigentlich ist so ein Lüfter ja auch nur ein paar Euro Bauteil. Ne? Ja, da ist eigentlich das Komplizierte, den Beamer zu öffnen und das Teil zu tauschen. Insofern, das sind meistens Reparaturen, die dann durchgeführt Defekte werden. Defekte an Heizelementen? Ja, bei Beamern wohl eher nicht. Ne? Das klingt mehr nach Haushaltswaren, nach Waschmaschine. Waschmaschine hat Heizelemente, genau. Ja gut, das kann man ja dann, da kommen wir ja dann gleich Lager auch, drauf. Ne? Lager ist wahrscheinlich auch und, Waschmaschine. Und zum Beispiel Originalzubehör im Herstellerlieferumfang? Ja, was haben wir da? Kabel, die gehen in der Regel ja nicht kaputt. Fernbedienung. Ich habe tatsächlich selber schon Fernbedienungen gehabt, die unzuverlässig sind. Ich nenne jetzt keine Hersteller, aber es gibt so ein paar bekannte Hersteller, die können keine guten Fernbedienungen bauen. Das sollte man nicht für möglich halten. Ja. Habe ich mich schon so oft drüber geärgert. So, und jetzt der letzte Punkt, der wird jetzt ein bisschen irritieren. Sofortschutz. Und da kommen wir nämlich jetzt auch gleich zum Thema. Das, was ich nämlich eben hier gelesen habe, das ist eine Abdeckung, die eine Geräteversicherung bietet. Also das ist jetzt praktisch eine Selbstversicherung. Eine Versicherung. Wo das jetzt alles versichert ist. Das ist schon recht viel, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, wenn man stürzt mit dem Gerät. Auch dieser Curved. Ne? Also tatsächlich sogar ein paar Punkte mit Selbstverschulden. Ja. Also wobei ich da jetzt aber auch vorstellig sein muss mit dem Curved, ob der da versichert ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ne? Curved-Fernseher hat man das Problem nicht. Obwohl, aber die gibt es ja gar nicht mehr, ne? Nee. Die waren eine Zeit lang waren die das so. Das solltest du ja, vielleicht sollte man die wieder auflegen. Ja, und jetzt wird sich der eine oder andere mal fragen, ja, was ist denn das überhaupt jetzt genau und wie funktioniert das? Also es gibt ja da zum Beispiel hier bei der Wertgarantie einfach gut geschützt. Das ist der Slogan von dieser Company. Das bietest du an, ja? Oder? Das biete ich als Fachhändler an. Also ich bin da. Aber da gibt es ja bestimmt auch verschiedene Anbieter, ne? Ja, ich fange jetzt mal mit dem Einfachsten an. Weil da musst du auch studiert haben, da musst du Seminare belegen. Ja. Aber ich mache das jetzt mal so, dass wir alle das verstehen. Also wir haben jetzt das alles jetzt hier besprochen und da waren bestimmt Dinge dabei, da habe ich jetzt keine Lust, mich da groß zu streiten. Das ist wie so eine Rechtsschutzversicherung. Ach, die schließe ich jetzt mal ab und springe jetzt jeden da, jeden bringe ich jetzt vor den Kadi. Das wollen wir doch alle gar nicht. Wir haben unsere Freizeit. Es kostet ja auch einfach, es kostet nicht nur Geld, es kostet auch Nerven. Ja, und es geht über Jahre. Ne? Ja. Und es ist ein, und wir wollen ja kurzfristig wollen wir eine Lösung. Und deshalb haben wir hier die Wertgarantie. Und ich sage jetzt einfach mal, ich lese jetzt nicht alles vor. Also ich kann zum Beispiel einen Geräteschutzkomfort abschließen. Und es gibt auch einen Komplettschutz, aber den lasse ich jetzt mal außen vor. Den muss man dann, sagen wir mal, gezielte, das können wir auch, wenn jetzt ein Kunde sich bei uns meldet, erklären, wie das funktioniert. Aber das ist sehr interessant. Der Hersteller bietet ja meistens, also wir 2 Jahre Gewährleistung, der Hersteller meistens sogar bis zu 3. Manche machen bis zu 3. Manchmal gibt es eine Erweiterung auf 5. Ja. Die sind aber bei Herstellern manchmal auch kostenpflichtig, oder? Auch.
Ja, also auch die Hersteller lassen sich das. Aber dann sind ja nicht diese Sachen, die wir jetzt die ganze Zeit. Nein, also ich würde sagen, ja also ich kenne keine Herstellergarantie, die, wenn man das fallen lässt. Also der macht ja nur seinen eigenen Mist, wird der wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, dieselbe abdecken. Garantiebedingung, nur 2 Jahre, dann länger oder 3. Ja. Ne? Ja. Also der macht es schon so, dass es überschaubar bleibt. Der will ja da keinen Totalschaden möglichst haben. Und. Ja, und dann ist es eben so, dass man sich jetzt hier, wenn man eine Versicherung auswählt, kann man also zum Beispiel 3 Jahre, 5 Jahre und man kann sogar, wenn das Gerät jetzt schon gebraucht ist oder refurbished, kann man es immer noch versichern. Bei dir dann? Das geht auch bei mir. Wenn man es bei dir gekauft hat? Oder? Ja, dann muss man eben nur, also wenn es jetzt nicht von uns gekauft wurde oder bei uns verkauft, gekauft wurde, dann muss man natürlich eine Rechnung haben. Ja, okay. Und muss dann eine Seriennummer haben und kann dann, sagt dann, ja okay, die Ware, die ist jetzt 2 Jahre alt, ich will jetzt nochmal 3 Jahre versichern, und, weil jetzt ja das Risiko höher ist. Und du überprüfst dann, ob die auch in Ordnung ist, weil wer prüft denn, dass die nicht schon kaputt ist, wenn ich dann die Versicherung, so nach dem Motto, ist mir kaputt gegangen, es war noch eine Versicherung und die Leute kommen manchmal. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt nicht unser Problem. Ne? Also ich meine, das ist ja dann das Problem von der Wertgarantie. Aber du weißt jetzt auch wieder so viel, als dass die nicht dumm sind. Natürlich, das hast du ja gerade schon gesagt. Wenn denen was spanisch vorkommt, dann werden die dann auch nachchecken, ob das wirklich... Aber jetzt will ja so ein Kunde auch mal wissen, was kostet mich denn diese Reitschule, ne, wenn ich genau. damit fahren will. Ne? Genau. Wenn ich jetzt heute mir etwas kaufe, das 2.000 Euro kostet, ja, also wir machen jetzt mal 13. Genau, also ich meine, ich war auch schon mal in so einem Markt und da haben sie mir auch so eine Garantie angeboten und dann habe ich, die war aber, das ist meine persönliche Erfahrung, ich fand die Gebühr im Verhältnis zum Warenwert zu hoch und habe das deshalb auch nicht abgeschlossen. Ich sage es jetzt nochmal, ja. Es gibt viele Leute, die machen es trotzdem. Ja? Okay. Und es ist ja, also ich habe ja jetzt auch mal, es sind ja Dinge dabei, also ich habe schon seitdem ich, sagen wir mal, Elektrogeräte habe, habe ich auch eine Elektronikversicherung. Ich habe jetzt also nicht diese hier, aber ich habe eine Elektronikversicherung und du wirst dich wundern, die hat sich, ich habe die mindestens schon über 10 Jahre und ich habe 8 Jahre nichts gehabt, aber dann hat sie es bezahlt gemacht. Mhm. Ja, ja. Tatsächlich das ist hatte. Es ja. Mhm. Ja und du weißt ja, sag mal, die Dummheit oder die eigene Dummheit, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, die macht ihr Spiel, ne? Und sucht immer die Richtigen und dann passiert es dann doch. Ja? Mhm. Und obwohl mir, also zum Beispiel Klassiker ist, ich habe mein Handy, sag mal, diese Hülle neu draufgeklebt. Vorher habe ich da, sag mal, ein Jahr nichts machen müssen, weil ich da immer super damit umgehe. Und kaum war die neu draufgeklebt, dann habe ich das Ding runtergewischt, ist runtergefallen und dann war ein Riss drin. Das ist mir nie passiert und das habe ich gerade frisch und neu gemacht. Also noch dümmer geht es nicht mehr. Ne? Ja, ja, ja. Aber das ist der Klassiker. Ja, ja, ja. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Kosten und was sowas kostet. Also ich habe jetzt, sagen wir, bis 2.000 Euro. Da würde das jetzt wenn ich jetzt 3 Jahre Abdeckung haben möchte, 169,90. Ja. Das ist also ein Einmalbetrag. Mhm, okay. Also das ist nicht jährlich, ne? Also Einmalbetrag. Okay, einmal. Und bei 5 Jahren 239,90. Mhm, okay. Also gut, das kann sich jetzt jeder selbst überlegen. Also das ist sowas, was ich jetzt 45 Euro im Jahr, ja. Ob das jetzt, sagen wir mal, ob er das macht oder nicht, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Mhm. Aber was da abgedeckt ist, also dann besser kann man das eigentlich nicht versichern. Ja. Gehen wir mal auf 5.000. Genau, jetzt finde ich interessanter, weil jetzt hat man sich einen High-End-Beamer gekauft, da möchte man ja auch, das ist ja auch eine Investition, die also man nicht so aus dem Ärmel schüttelt. Es ist ja auch so, da wird es ja dann wirklich interessant, dass man abgesichert ist. Ecki, ja. Es ist ja auch so, man kann ja erst mal 3 Jahre machen und dann nochmal im Nachhinein nochmal die 2, das geht ja auch. Also, ne? Okay. Mhm. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das die gleiche Konditionen sind, das muss man dann okay. mal abchecken. Mhm. Ja? Oder dass vielleicht die Versicherung das als Kulanz macht. Ja. Dass es sagt, okay. Okay, also. Aber das ist jetzt wieder Spekulation. Okay, also 5.000 Euro Beamer. 259,90 bei 3 Jahren. Mhm.
und 419,90 bei 5 Jahren. Ja. Also das, das sind 10% irgendwo, ne? Noch nicht mal 10, ja. Das nicht ist, mal 10, 8. Das ist okay, ja. Das bei so einer teuren aber Investition. Aber 400 Euro ist 8 Geld, ja. Ja. Aber wenn ich jetzt ja weiß, also was weiß ich, ich muss mich nicht streiten, ob das ein Materialfehler ist, ein Produktionsfehler, ein Konstruktionsfehler, Arbeitslohn, Ersatzteile, Fahrten, Versandkosten, Ersatzleistung bei Totalschaden, unsachgemäße Handhabung, Wasserfeuchtigkeitsschäden, Überspannung, Elektronikschäden, Verstopfung, also alles egal dann, okay. Fallstürzschäden, Displaypanel, Glas, Keramikbruch, Motor- und Lagerschäden, Defekte an gut, Heizelementen, das wäre jetzt hier Kühlelement wahrscheinlich, ne? Genau. Originalzubehör im Herstellerlieferumfang und Sofortschutz. Ja, also das wäre jetzt hier abgedeckt. Und jetzt machen wir mal das Maximum, was man versichern kann, ist ja auch jetzt mal interessant, ist hier 10.000 Euro. Okay, das ist ja schon ein echter High-End-Beamer. Ja, aber da kann man ja schon einige Beamer jetzt wieder nicht abdecken. Ja, die alle da drüber sind. Ja, so ein XW 7000 oder ein JVC NZ8, der liegt ja bei 15.000. Ja, da kann man jetzt auch nicht tricksen, dass man sich da drei Rechnungen ausstellen lässt. Ne? Also so blöd sind die jetzt auch wieder nicht. Aber da kann ich, gut, da muss man halt dann eine Elektronikversicherung abschließen. Da muss man jetzt nicht, oder man kann ja bei der Wertgarantie mal anfragen, ob die es trotzdem annehmen, ne? Zu Spezialkonditionen. Und aber gehen wir mal jetzt nochmal zur Kostenseite. Also bei 10.000 ist ja schon, das ist ja schon 99% des Beamermarktes, ist damit ja also abgedeckt. Also es ist ja, ach so, man kann da auch eine Leinwand, kann man da also mit, also man kann das ganze System, also man hat jetzt eine Stereoanlage, Beamer und Leinwand. Das kann man alles auf einmal versichern. Ja, oder Beamer, Fernseher und noch was. Also das geht auch, aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht in dieser Variante Geräteschutz Komfort ist es jetzt hier nur das eine Gerät, aber das andere geht auch. Ja? Und da muss man aber wiederum sich hier von einem Berater, der jetzt hier sich dann richtig auskennt, beraten lassen. Und dann kann man bis zu 3 Geräte, soweit ich das jetzt weiß, abdecken. Ja? Okay. Und ich glaube, dann sagen die sogar, dass ein Gerät kostenlos ist. Ah, okay. Ne? Also das kann, die haben da auch ihre Verkaufssysteme und Marketing-Tricks, ne? Die dann aber dann vielleicht letztendlich dem einen oder anderen Geld sparen. Ne? Die ja dann sich gar nicht als Trick, sondern vielleicht als Kosten herausstellen, nämlich hier für die Wertgarantie. Mhm. So, und dann sagen wir jetzt nochmal, was die 10.000 Euro kosten. Also bei 3 Jahren 399,90 und bei 5 Jahren wären es dann 649,90. Oh ja, das ist ja dann, aber ich das meine, sind dann ja 6%, ja. Wer sich jetzt, sagen wir, aber auch so ein Beamer leisten kann. Ich wollte gerade sagen, das sind ja nur knapp über 6%, wenn man sich so teilt. Und man kann eben dann, wenn man sowas hat, mit dem Finger zeigen, ja. Also das finde ich jetzt schon sehr interessant. Das ist ein richtig teures Gerät, ungefähr 6%. Und man hat bei diesen ganzen Sachen keine Kopfschmerzen. Und ich sage jetzt gerade noch mal im Schnelldurchlauf. Ja? Also was jetzt hier nicht diesen Geräteschutzkomfort betrifft. Es gibt da bei der Wertgarantie auch einen Komplettschutz. Aber den können wir jetzt so hier nicht vermarkten. Da geht es dann, wenn ein Haushalt verschiedene Geräte versichern will, und da kann jeder für sich, auf sich zugeschnitten, sagen wir mal, sich absichern. Und ich sage jetzt gerade mal, was man da absichern kann. Also zum Beispiel Verschleiß, Verkalkung. Ne? Also das sind eigentlich Dinge, die ja dann keiner sag mal, trägt, diese Kosten. Das muss ich ja dann zahlen, wenn ich das austauschen will. Oder wenn das entkalkt wird, das sind Kosten, die muss ich ja dann bezahlen. Mhm. So, und das wäre hier abgedeckt dann in dieser Zusatzversicherung, Komplettschutz, dann Akkudefekte, Datenrettungssicherung bei IT-Geräten, Aufspielen von Betriebssystemen bei IT-Geräten, TV-Geräte, Einstellung oder Einstellarbeiten ohne Erstinstallation, TV-Software-Updates, Gebrauchtgeräte, Refurbished-Geräte, Gewerbegeräte, also man kann auch zum Beispiel als Gewerbetreibende, wo gibt es denn sowas, kann man hier genauso die Geräte absichern. Mhm. Ja,
Also typische geht es gar nicht. Also hab ein Touchdisplay, hab ein Beamer, hab ein teures Handy. Mhm. Ja? Zum Beispiel. Mhm. Oder nee, Handy nicht, nehme ich das Notebook. Ja? Ja. So, und dann gibt es da nämlich noch weitere Premium-Optionen. Da fällt dann noch rein Diebstahlschutz, Cyberschutz, Schutz vor Missbrauch und Betrug im Internet. Mhm. Ja? Und Erstattung von Gesprächs- und Datengebühren durch SIM-Kartenmissbrauch, wobei, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, das wird wahrscheinlich das Risiko niedriger sein durch die Flatrate. Aber man kann, was weiß ich, wenn der nach Timbuktu anruft, genau, oder Standleitung nach Timbuktu. Afrika, irgend so eine Sonderhotline. Oder 500 Terabyte über Mobilfunk runterlädt. Dann kann das vielleicht noch im Ausland, 500 Terabyte per Roaming. Ja, und dann steht halt hier Erstattung der Kosten für eine neue SIM-Karte. Also gut, das sind aber jetzt, wie gesagt, alles Zusatzelemente. Ja. Da bitte nochmal gesondert und speziell dafür sich erkundigen. Ja, Iggy, dann heißt das doch eigentlich Vorsicht beim Kauf. Ja, klar, das ist so ein bisschen, man beschäftigt sich ungern mit diesen negativen Seiten, aber es ist trotzdem schon schlau, wenn man sich vorher Gedanken Händler, drüber hat. Der Händler, der sieht den Kunden, ja, seine Kunden immer gerne wieder, ja, wenn sie wieder was kaufen. Ja? Aber wenn der natürlich kommt, ich habe bei Ihnen mal einen Beamer gekauft und da ist das Objektiv rausgefallen und dann ist es gar nicht mehr so lustig. Ne? Aber das wollen wir ja alle so nicht. Ja. Also hier mit der Versicherung wäre es ja kein Problem, da können wir dann alle lachen. Ja. Und dann abwickeln, also das macht man ja dann über die Wertgarantie, die hat ja auch eine Webseite, da kann man sich ja auch mal erkundigen, wertgarantie.com, mhm, da kann man sich erkundigen und bei uns kann man, wie gesagt, hier zugeschnitten auf den Gerätepreis, kann man diesen Geräteschutzkomfort zumindest einfach mitverkaufen, das steht dann auf der Rechnung und wird einfach mit abgerechnet und wir registrieren dann diesen Schutz für den Kunden. Der dann alles Weitere dann bekommt er dann über E-Mail oder sonstige Telekommunikationsmittel, mhm, zugestellt und abgesichert. Also eine Art Versicherungsschein. Mhm. Ja, abgesichert. Gut, Ecki, ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwie was auf dem Herzen? Oder? Nö, ich glaube, wir haben so ziemlich alles behandelt. Ist ja auch ein bisschen länger geworden, das Gespräch. Ja. Also ist gut, es kann natürlich jeder so weit gucken, wie es ihn interessiert und vielleicht oder auch mehrfach weiter gucken, ne, sich das ein bisschen etappenweise aufteilen. Auf jeden Fall freut es uns beide, wenn es euch was bringt und ja, dann sag jetzt mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute noch ein bisschen was anderes vor. Man sieht ja hier noch einen Beamer stehen. Kleinen den Beamer. Wir jetzt ein kleiner, feiner mit 3 RGB-Laser und BT2020 und hier nur so ein Lilliput. Ne? So ein, man sieht es ja an der Fernbedienung hier ein Kilogramm. Und das wollen wir uns noch vornehmen. Dann haben wir noch ein paar andere Dinge. Vielleicht guckt ihr einfach mal hier in den Kanal vorbei. Immer wieder abonnieren. Genau. Immer wieder schön, wenn das wächst. Und kommentieren, auch Anregungen für zukünftige Videos. Denn, da sind wir besonders flexibel. Also dann sagen wir mal Prost, ne? Ja, Prost. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.